herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Drei Fragezeichen Orakel. Erste Frage ist, was denkt er? Zweite Frage ist, wie fühlt er sie sich? Dritte Frage ist, was vermittelt er? Diese drei Fragezeichen Orakel ist eine Beratungsvideo. Liebe Viola Ra, ich grüße dich. Das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Du hast ein Herzensmann. Ihr arbeitet zusammen und möchtest wissen, wie geht das weiter, was denkt er, wie fühlt er sich und was wird er vermitteln? Die erste Frage ist, was denkt er? Die Zahl 7 bedeutet hier, er sieht Chancen, Möglichkeiten zusammenkommen. Die Zahl 7 steht mit Mondenergie in Verbindung. Und die Mondenergie beeinflusst die Gefühle, die Fantasie, unsere Träume. Das heißt, mit anderen Worten, er hat Gefühle für dich, er sieht es auch als Chance. Er hat schon seine Sehnsüchte und Träume. Die Frage ist, setzt das in Tat um. Und das ist diese Bewegung. Und diese Wagen, diese Bewegung heißt ja, er setzt das in Bewegung. Aber in welche Richtung? Das ist hier der große Unterschied. Die eine Richtung wäre freundschaftlich, kollegial. Andere Richtung wäre Liebe, Partnerschaft. Sein Wunsch, sein Sehnsucht, seine Träume ist Richtung Partnerschaft, aber wann vermittelt das, was er will? Jetzt schauen wir die zweite Karte an. Die zweite Frage ist, wie fühlt er sie sich? Und das zeigt dieses Bild. In diesem Bild scheint alles harmonisch sein. Friede, Freude, Eierkuchen. Auch im Geschäft, auch im Privatleben, auch in Familie. Das ist der erste Eindruck. Aber die Zahl 9 spricht eine ganz andere Sprache. Er stoßt hier in seinen eigenen Grenzen, weil sein Gefühl sagt, du willst es gar nicht nach außen so tun, wenn nichts wäre. Nach außen so tun, wenn bei dir alles in Ordnung wäre. Eine Rolle zu spielen. Das heißt, was euch beide betrifft, spielt eine Rolle. Und sein Gefühl sagt, jetzt reicht's. Das ist eine Grenze. Du grenzt es ab. Bring das so im Ausdruck, genauso wie du dich fühlst. Aber das ist eine gewisse Widersprüchlichkeit. Und diese Widersprüchlichkeit, das, was in seinem Inneren verspürt. Die Kelchen symbolisieren aber seinen Gefühlen. Und dieses Bild entspricht nicht seinen Gefühlen, weil er spielt eine Rolle nach außen in die Familie und in Gesellschaft. Und er meint, er muss diese Rolle spielen, er muss aber gar nichts, er muss seinen Gefühlen stehen. Und das wäre die Wahrheit. Und sein Gedanke ist, ihr setzt es jetzt mal endlich in Bewegung. Wie setzt es um im Tat? Die Zahl 2 heißt Zweisamkeit. Er und du.
Und hier die Feuerelement entspricht dieses Bild, Leidenschaft und Bewegung. Aber das Bild entspricht nicht sein Vorhaben. Warum? Weil hier ist nicht zwei Personen im Bild, sondern drei. Das passt nicht zu dem Zahl 2. Also eine Person ist überflüssig. Oder er fühlt sich beobachtet von jemand. Oder er hat Angst, dass jemand beobachtet die Situation. Dann schaue das Bild auch an. Hier wird gespielt, wie im Casino. Das ist zwar zu Hause im Wohnzimmer, aber das ist Kartenspiel. Das ist wie Casino, ein Risiko. Natürlich, diese dritte Person kann auch eine symbolische Bedeutung haben und dieser Einfluss, diese dritte Person symbolisiert seine Angst. Angst, dass er in ein Risiko eingeht, wenn er über Gefühle spricht und du sagst vielleicht, sorry, ich habe jemanden, ich will dich nicht. Könnte auch sein, er kann das nicht einschätzen. Dann kommt die dritte Person gleich wieder ins Spiel. Also er möchte vermitteln seine Leidenschaft, seine Begeisterung und auch die Zweisamkeit. Er hat ein gewisses Zweifel. Warum? Weil er meint, er geht in ein Risiko ein. Er weiß nicht, was du antwortest. Und dann kommt die dritte im Spiel, entweder seine Angst oder er meint, du hast jemanden. Natürlich kann auch bedeuten, dass er fühlt sich sogar beobachtet. Die vierte Karte ist eine zusätzliche Botschaft, hat aber auch eine Bedeutung. Und diese Botschaft bedeutet Freude, Lebensfreude. Und diese Lebensfreude heißt, kommt mehr in diese Leichtigkeit. Oder kann auch bedeuten, dass du das erlauben darfst, mit ihm Spaß zu haben oder mit ihm flirten oder etwas beschreiben, aber mit Leichtigkeit, humorvoll, dann ist diese Spannung weg und er wird mutiger sein. Liebe Viola Ra, das war diese drei Fragezeichen Orakel. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.